zweimal fehlerfrei. War 30 Sekunden nach Pietruzna gestartet und im Ziel Daria Domracheva im Moment als Fünfte. 27 Sekunden hinter Viluchina und mit auch nur einer Strafrunde hinter Laura Dahlmeier im Ziel. Das ist ein fetter Fisch. Evi Sachenbacher-Steele zuletzt in Sochi mit einem klasse Resultat. Beste Deutsche als Sprint-Sechste. Die kommt jetzt zum Schießen. Nadine Horchler ist schon da. Ja, generell ganz starke Leistungen der Deutschen heute. Vor allen Dingen hier beim Schießen. Nadine Horchler wie gewohnt wieder mit einer Null. Zuletzt in Sochi und davor auch in Oslo auf den Rängen 21 bis 54. Das war so gar nicht nach ihrem Geschmack. Hat sich hier in den letzten beiden Tagen sehr optimistisch gezeigt. Hat gesagt, ein bisschen was habe ich noch im Tank. Und das geht hier mal ganz gut los. 15. Rang nach dem ersten Schießen. Rückstand 24,4 Sekunden. Und zwar mittlerweile auf Vita Semerenko, der starken Ukrainerin, die noch schneller war als Kaiser Mäkerainen nach dem ersten Schießen. Der Zielanlauf für Kristina Pauka, über eine Minute langsamer als Viluchina. Beide haben sie einen Fehler geschossen, die Russen also mit einer richtig guten Laufzeit. Und auch Andrea Henkel sehr stark unterwegs, immer noch vorn. 6,9 Sekunden, weiß auf grün im Untergrund. So soll es bleiben für Andrea Henkel. Und das ist Magdalena Gwiston, die diesen Hammer-Sprintsieg eingefahren hat in Sochi. Und schon wieder richtig gut anfängt. Schaffte Historisches vor 6 Jahren in Östersund den ersten und dahin einzigen polnischen Sieg. Und jetzt 12 Jahre später in Sochi den zweiten. Und wir sehen Evi Sachenbacher-Steele, die genau in diesem Rennen beste Deutsche war als Sechste. Ein Wahnsinnswinter für sie, ein Winter wie im Sprint. IBU Cup in Idre ging es los, da war sie 24. Das Weltcup-Debüt in Pokljuka ging, gelinde gesagt, in die Hose als 59. Dann mehrere Rennen im IBU Cup, am Ende als Zweite diesen IBU Cup absolviert. Von über 150 Teilnehmerinnen und mittlerweile im Weltcup richtig gut dabei. Evi Sachenbacher-Steele, 10 Jahre älter als Miriam Gössner, und die stiefelt hier in gewohnter Manier die Berge rauf und ist jetzt hier die schnellste bei Kilometer 7,1. 8,8 Sekunden Vorsprung und noch 400 Meter. Diesen Anstieg muss sie noch hoch. Dann geht es nur noch flach im Stadion rundherum und dann könnte es eine neue Spitzenreiterin geben. Anastasia Kuzmina, die Olympiasiegerin von Vancouver 2010. Schoss hier 2 Fehler, einen liegend, einen stehend. Damit für sie heute nichts zu holen in diesem Rennen. Nach dem zweiten Schießen deutlich zurück hinter ihr hier, hinter Gabriela Sokalova. Die war noch mal 14,4 Sekunden schneller als Andrea Henkel bei Kilometer 5. Also erst Gössner, dann Henkel, dann Sokalova. Das sind die nächsten, auf die wir achten sollten. Noch mal neue Bestleistung. Andrea Henkel hält in etwa den Vorsprung auf Miriam Gössner. Sensationelles Rennen, das Beste für deutsche Damen in diesem Winter, denn so weit vorn waren sie zu zweit oder gar zu dritt überhaupt noch nicht. Miriam Gössner auf den letzten Metern. Hat immer noch Kraft, schiebt kräftig, tolle Frequenz. Wunderbare Langläuferin mit Platz 4 bei den nordischen Skiweltmeisterschaften in Val di Fiemme, nur knapp an einer Medaille vorbei. Und heute erst einmal Erste. Das ist ihr schon dreimal gelungen in diesem Winter. Heute am Ende wahrscheinlich nicht, denn da kommen gleich Andrea Henkel und Gabriela Sokalova. Aber ein starkes Rennen war das allemal und eine Steigerung zu Oslo und Sochi um mindestens mal 100%. Da kommt schon Andrea Henkel. Klasse, auch sie sieht noch richtig frisch aus. Zuletzt haben wir gesehen, noch 6 Sekunden vor Miriam Gössner.
Was ist daraus geworden? Da gab es noch einen langen Anstieg und dann diesen Flachlauf hier einmal rund im Stadion. Und gleich könnte es wie nach dem zweiten Schießen eine deutsche Doppelführung geben für Gößner und Henkel. Aber in welcher Reihenfolge? Im Moment sieht es gut aus für Andrea Henkel. 21:30, da hat sie noch 19 Sekunden bis Miriam Gößner und die schafft sie deutlich, deutlich. Also die älteste Deutsche, darf man schon sagen, wenn man noch so tough ist mit ihren 35, heute die schnellste und die Gesamtbeste bis hierher. Ganz, ganz starke Leistung von Andrea Henkel und von Miriam Gößner. Die beiden ersten im Ziel, getrennt durch 6,4 Sekunden. Gößner in der Spur schneller, Andrea Henkel beim Schießen besser. Und sie hier hat von beiden etwas, hat null geschossen, Gabriela Sokolova, und war zuletzt noch vorn. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Kräfte bei der Tschechin reichen. Sie gehörten nicht zu den schnellsten Läuferinnen. Andrea Henkel heute sehr gut unterwegs. Und auch Laura Dahlmeier übrigens immer noch auf Rang 7 im Ziel. Und da kommt Gabriela Sokolova und die hat jetzt noch reichlich Zeit, um die Zeit von Andrea Henkel zu unterbieten. Super Vorstellung der Tschechin, die bislang einmal triumphierte. Das war in Pokljuka, als sie hinterher sagte, ich war geschockt, als sie ihre Freude gar nicht so richtig freien Lauf lassen konnte, weil sie so überrascht war von ihrem Sieg. Und heute könnte es den nächsten geben. Ein Wahnsinn. Gabriela Sokolova, die sympathische Tschechin, die immer lächelt, die im Sommer so lange aussetzen musste durch eine ominöse Krankheit, die stellt hier eine sagenhafte neue Bestleistung auf. 17,2 Sekunden nochmal vor Andrea Henkel, beide fehlerfrei geblieben. Gabriela Sokolova, ist sie die Siegerin des Tages? Dickes Fragezeichen. Noch kommen ungefähr 60 andere, aber sie hat erstmal eine Marke gesetzt. Und von weiter hinten droht erstmal keine Gefahr. Die Weltmeisterin heute deutlich zurück. 52 Sekunden der Rückstand. Und damit knapp vor Laura Dahlmeier, aber deutlich hinter Henkel und Gößner. Wer sind die Nächsten, die vorne reinlaufen können? Anastasia Kuzmina bei der letzten Zwischenzeit auf Platz 5 gestoppt und Anaïs Bescon auf Platz 8, aber doch schon deutlich die Rückstände auf die Ersten, die allesamt schon im Ziel sind. Sokolova vor Henkel und Gößner. Das ist der zwischenzeitliche Stand im Ziel. Evi Sachenbacher-Steele hat auch das erste Schießen heute wirklich bravourös absolviert, hat sich Zeit gelassen, alles getroffen. Die Zeit, naja, nicht ganz im grünen Bereich. Ein bisschen wunderte sich immer wieder, warum es im IBU-Cup so gut lief, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann im Weltcup läuferisch sieht auch ein bisschen hinterherhinkte. Da gibt es immer noch mal die Hinweise von Rico Groß und Nadine Heuchler. Über das Jahr gesehen, vielleicht die beständigste deutsche Schützin, aber läuferisch mit großen, großen Defiziten. Ihre Waffe im Frühjahr gemeinsam mit Sandro Brieslinger komplett neu gebaut oder bauen lassen und hat auch heute wieder null geschossen. Darauf kann man sich eigentlich verlassen. Da ist sie eine Bank, die Nadine Heuchler, was das Schießen anbelangt. Aber schauen Sie auf die Zeit. Auch Sokolova war hier fehlerfrei. Am Ende ist es dann fast eine Minute, die Nadine Heuchler auf die Tschechin verliert. ...55 Sekunden, genau gesagt, auf Gabriela Sokolova. So, hier haben wir mal ein Bild von Anastasia Kuzmina auf der Strecke, die tapfer kämpft, die ein paar Sekunden noch aufgeholt hat. Aber es sind immer noch 34,6 auf die führende Tschechin. Sie ist übrigens hier geboren, Anastasia Kuzmina. Ganz in der Nähe, für Russland keine Entfernung, 500 Kilometer ist ihr Heimatort entfernt. Tjumen, seit 2008 slowakische Staatsbürgerin. Und die Siegerin von Sochi. Was macht sie heute? Magdalena Gwistom.
die macht auf jeden Fall wieder einen guten Wettkampf, aber keinen sehr guten. Der letzte Schuss, der ging daneben und wir drücken die Daumen für Efi Sachenbacher Stehl. Erster Fehler am heutigen Tag. Auch sie übrigens mit einer Waffe, die im Frühjahr ganz neu gebaut wurde von Sandro Brieslinger. Etwa 4 Kilogramm schwer das Ganze. Und der hat sie ganz, ganz viel geübt im Sommer, im Herbst. Und sie eigentlich auch ganz gut im Griff gehabt. Auch zuletzt in Sochi mit 0 Fehlern. Heute wieder ein kleiner Rückfall, 2 Fehler, aber kein Beinbruch für Efi Sachenbacher Stehl. Im Ziel Anastasia Kuzmina mit einer guten Laufleistung auf jeden Fall, denn sie hat sich 2 Fehler geleistet. Momentan auf Rang 5. Reihenfolge ganz vorn. Nach wie vor Sokalova vor Henkel, Gössner und Viluchina. Sich sehr gut aus, hat auch viele Freunde und Bekannte hier. Denn wie gesagt, diese 500, 600 Kilometer rüber nach Tjumen, eigentlich keine Entfernung. Ihr Mann ist ihr Konditionstrainer, also der ist sowieso immer mit dabei. Und links oben der Blick auf das Thermometer, minus 10,4 Grad, nahezu tropisch für Khantymansisk im März. Vorne das Trikot der Ukraine, das könnte eine der Semerenko-Schwestern sein, die auch noch sehr gut unterwegs waren. Vita Semerenko, die Führende nach dem Liegenschießen, hatte sich dann einen Fehler im Stehendanschlag geleistet, war dadurch ein bisschen zurückgefallen. Aber was heißt hier zurückgefallen? Immer noch im Top-10-Bereich, aber hinter Sokalova, Henkel und Gössner zurück. Sie, eine der Medaillengewinnerinnen von Nove Mesto, holte sich dort die Bronzene auf dieser heutigen, auf der Sprintstrecke, auf den 7,5 Kilometern. Und auch der heutige Wettbewerb nicht schlecht. Rang 7 für Vita Semerenko. Annelies Cook, die US-Amerikanerin, oben im Bild. Hatte liegend 0 geschossen und ist hier ganz gut dabei. Allerdings zu guter Letzt dann doch noch ein 2. Fehler für die Amerikanerin. Macht eine ganz gute Saison, ist immer noch ein relativ unbeschriebenes Blatt bei den Weltmeisterschaften mit ihrer Staffel auf Rang 8 oder eine Mixstaffel eingesetzt. Und wir sehen Franziska Hildebrandt, willkommen zurück im Weltcup nach einer kleinen Magenverstimmung in Sochi, wo sie den Sprint auslassen musste. Heute also wieder mit dabei. Ja, hatte sich da eine Patrone herausrepetiert. Die muss man dann aus dem Schaft herausnehmen und einzeln nachladen. Alles mechanisch, kein automatisches Ladesystem hier beim Biathlon. Hat sie gut gemacht, mit 0 Fehlern davongekommen. Läuferisch, das war zuletzt schon einige Male zu sehen. Auch immer ein gutes Stückchen hinter den Laufbesten. Hier noch Vita Semerenko, die schnellste.